Vielen Dank, Herr Kollege Auštrevičius. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Harms. Zuerst möchte ich hier festhalten, dass meiner Meinung nach der Wunsch nach Mitgliedschaft in der NATO oder der Wunsch nach Mitgliedschaft in der Europäischen Union keineswegs eine Rechtfertigung sein darf, nicht sein durfte, nicht sein darf, auch in Zukunft nicht sein darf, um gegen ein Land kriegerisch vorzugehen. Die Invasion, die Georgien im Jahre 2008 erlebt hat, bleibt bis heute ein großes Trauma für die georgische Gesellschaft, das einem immer wieder begegnet. Und die Folterung und Ermordung von Achim Tatunaschwili zu Beginn dieses Jahres war ein Moment, in dem man wieder sehen konnte, wie dieses Trauma immer wieder aktiviert wird und dass Russland, das für die Besetzung der Regionen in Georgien verantwortlich ist, keinen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Regionen bisher gefunden hat. Georgien hat heute keine Möglichkeit, eine militärische Lösung dieser Situation zu suchen. Gut ist, Georgien will das auch gar nicht. Aber da ein Drittel des Territoriums Georgiens heute besetzt ist, wäre jeder Kompromiss mit Russland zum Völkerrecht meiner Meinung nach eine Katastrophe für Georgien. Und deshalb ist es gut, dass wir heute diese Resolution so eindeutig auf dem Tisch haben. Es ist auch ein Zeichen gegen den Versuch Russlands und Wladimir Putins an der Spitze, die Dekolonisierung der Sowjetunion und des großen Sowjetischen Reiches rückgängig zu machen und in Frage zu stellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Harms.